So, hier sind wir wieder bei Let's Play Professor Layton und der Ruf des Phantoms, ja. Nee, wir sind immer noch auf dem Stehlichtpfad, wie ihr hier oben schon lesen könnt, und jetzt auf dem Weg nach North Alley. Oder Alley. Ich weiß es immer noch nicht, wie es heißt. Alley. Alley, ich nenne es jetzt, wie schon gesagt, Alley. Und zwar. Achso. Der Emulator war angehalten. Wieso auch immer. Jetzt habt ihr auch wieder die schönste Musik hier. Hinweismünze, haben wir hier sonst noch irgendwas? Gut, dann reden wir mal mit dem Kollegen hier. Kollege. Greenley. Der hat übrigens extrem krasse Augen und Brillen. Ey, krass, der hat. Cool. Einen krassen Hut hat er auch. Auf jeden Fall. Zum Grün nochmal. Wer seid ihr denn? Seid ihr etwa Touristen? Nun ja, man könnte uns als solche bezeichnen. Dann habt ihr wohl nicht die welkste Ahnung von dem, was hier vor sich geht. Halten wir uns nicht mit Details auf. Zieht so schnell wie möglich hinfort ins Grüne. Miss Tellery ist zurzeit nicht der richtige Ort für das Verweilen in Frieden und Natur. Wegen des Phantoms, meinen Sie? Keine Angst, wir sind darüber aufs Genaueste unterrichtet. Was? Psst, sprecht leiser. Woher wisst ihr davon? Ich dachte nur, wir Einwohner wüssten von der Legende. Wie konnte das durch die Grenzen unserer kleinen grünen Welt hindurchsickern? Bürgermeister Triton bat uns, die Angelegenheit zu untersuchen. Der Bürgermeister hat euch darum gebeten? Oho, das hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Dann wollen wir mal eure Qualitäten testen. Wenn euch dieses Rätsel nicht zu ungrün ist, dann habt ihr bestanden. Ja, das ist doch mal richtig krass. Ist übrigens quasi überall sind Rätsel, unsere Eintrittskarte für jeden Raum oder so. Ihr dürft ja nur durch, wenn ihr das Rätsel lösen könnt, ne? Es gibt keine Schlägerei oder sowas, wenn später dann, wenn es ein bisschen gefährlicher wird, glaube ich, könnte das so durchaus so werden. Ich weiß es, wie gesagt, nicht. In den anderen Teilen war es bloß so. Und ja, sondern es ist immer Rätsel-Challenges. Wer das gewinnt, der, ja, der, so. Und ja, ein einfaches Rätsel, wie es aussieht. Wo geht's bergauf? Das ist ja schwer. Also, ja, also die Kamera steht auf dem Stativ und es geht eigentlich schräg, ne, in irgendeine Richtung. Und wohin geht's bergauf? Das ist das Ziel, was man anhand des Bildes herausfinden muss. Ja, ich weiß nicht, vielleicht liegt's am E-Bike, dass der hier so hochfahren kann und die will einfach nur Tempo drauf haben. Ich weiß nicht, aber ich habe die Vermutung, dass es da nach So, links stimmt es nach sicher? oben geht. Ha, Ich bin so nur nicht schlau. verwirren lassen. Das gibt's gar nicht. Ja, es ist unglaublich. So, grünklassig. Ich sehe Potenzial. Na dann, Hals und Bein pro bei euren Ermittlungen. Hätten Sie vielleicht weitere Informationen zu dem Riesen, die uns helfen könnten? Leider nicht. Aber irgendwie ist es schon seltsam, dass die Legende sich auf einmal bewahrheitet. Unergründlich sind auch die plötzlich entstehenden Erdlöcher und der Nebel, dick wie Erbsensuppe. Meine Lieblingsspeise übrigens. Ihr könnt euch ja denken, wieso. Ein zu großer Berg von Problemen zu euch. Für so eine kleine Stadt, sage ich euch. Aha. Ein neues Mysterium. Seit dem Erscheinen des Phantoms ist die Stadt oft in ungewöhnlich dichten Nebel gehüllt. Ist dieser womöglich das Werk eines finsteren Angreifers? Layton meint dazu, der in der Stadt aufziehende Nebel ist ungewöhnlich dicht. Steckt womöglich das Phantom dahinter? Oh, Gedankenspiele. Besteht vielleicht ein Zusammenhang zwischen all der Zerstörung und dem Riesen aus dem Brief? Wie ich vermute, der Brief stammt nicht von Clark, aber wer ist der wahre Verfasser? Oh. Mit seinem Brief wollte sich Luke von Hilfe außerhalb holen, von jemandem, dem er vertrauen kann. Okay, das heißt, man kriegt immer so Hinweise, was wohl das Rätsels Lösung sein soll. Allerdings weiß ich nicht, ob ich mir das immer durchlesen werde, weil das spoilert ja so ein bisschen. Obwohl, nee, da werden ja nur die neuen Erkenntnisse zusammengefasst, die man dann ja hat. Schon. Naja, mal sehen. Das kriegt man aber auch eigentlich aus der Story mit, dann kann sich das nur nochmal. Geil. Wie hab ich das gerade gekriegt? Habe ich gar nicht gesehen. Okay, gehen wir mal hier hoch. Hier sind wir, North Alley. Du würdest einen ziemlich guten Reiseleiter abgeben, Luke, wenn du nicht gerade in Rätseln sprichst. Ich? In Rätseln? So wie in deinem Brief.
Weißt du, du weißt noch, zu Hilfe. Achso, das habe ich glaube falsch gelesen. Was genau wolltest du eigentlich damit bezwecken? Ich würde sagen, dass Luke mich damit auf die Probe stellen wollte. Such dir jemanden, der ihn versteht und dem er vertrauen kann. So. Wie alt ist der? Vielleicht so 6, 7 oder so? Der tut dir jemanden, der ihn... Naja, gut. Okay. Es gibt eben immer besondere Menschen, ne? Der sagt die ganze Zeit nichts. Punkt. Manchmal kann man selbst die Menschen nicht erreichen, die einem am nächsten sind. Und es fällt leichter, sich jemanden Fremden zu öffnen. Liege ich richtig, Luke? Ich. Punkt. Hey, Lukes Gesicht nachzuurteilen, haben Sie den Nagel auf den Kopf getroffen, Professor? Also, stellt euch das, ja. Luke, möchtest du über irgendetwas sprechen? Du kannst uns vertrauen, wirklich? Nein. Punkt. Noch geht es nicht. Punkt. Nicht schlimm, Punkt. Vielleicht hältst du uns mit, Komma, wenn die Zeit reif ist, Punkt. Gegenwärtig sind wir ohnehin mit unserem Phantomzucker-Grenze ausgelastet. Stop. Wir müssen einen sicheren Ort finden, Komma, der uns einen Blick auf das Phantom erlaubt. Punkt. In der Great Alley Street gibt es ein Hotel. Oh, falsche Stimme. Nein, egal. Mist, das passiert mir öfters mal, aber ich hoffe, ihr könnt darüber hinwegsehen. Von dort aus ist es fast, das ganze Viertel zu überblicken. Überblicken. Perfekt. Dann nichts wie auf zur Great Alley Street. Oh, Rätsel gelöst. Der Brief mit der... Achso. Der Brief wurde von Clarkson geschafft. Der versteckte Hilferuf sollte die Dringlichkeit des Schreibens betonen und den Spürsinn des Professors prüfen. Ja. Ja. Weltklasse, diese Zusammenfassung von diesem Text, der von 5 Zeilen auf 3 Zeilen begrenzt wurde. Unglaublich. Respekt. Oh ja. So, haben wir noch irgendwo... Mein Karpfen. Ah, da haben wir noch eine. So, jetzt reden wir mal mit dem hier. Dieses Viertel wird gerade evakuiert. Stehen Sie nicht im Weg, hier gibt's nichts zu sehen. Oma, ist das... Nee, das ist Bobby. Haben wir den schon mal gehabt? Ich glaube, den haben wir schon mal gehabt, aber ich weiß nicht mehr, wie ich den... Ist egal. Sind wir Ihnen nicht gerade eben schon mal begegnet? Wir? Quatsch. Da, Sie sind wohl nicht von hier. Alle Straßenpolizisten hier in Miss Hallery sind Vettern von mir. Ist eine kleine Stadt, wissen Sie? Inzeststadt. Was? In unserem Und unser Polizeipräsident ist ein ziemlicher Pedant. Haarschnitt, Rasur, Uniform, alles auf Linie. So will das eben. Aber ich schwafle schon wieder. Also, Durchgang verboten. Hier können Sie nur mit amtlicher Erlaubnis durch. Das geht in Ordnung. Mein Vater hat es Ihnen gestattet. Oh, das ist ja der kleine Luke bei ihm. Nun, der Bürgermeister will wohl seine Gründe haben. Sie dürfen passieren. Das ist schön. Wieso steht er jetzt hier drüben? Laut Vorhersage wird das Phantom auf der Great Alley Street erscheinen. Sie sollten sich also tunlichst von dort fernhalten. Verstanden? Natürlich. Und mal rechts oder links. Wir können natürlich auch da lang erstmal gehen. Aber wir gehen natürlich erstmal so, wie es uns sagt. Ah, da steht der Kollege schon wieder. Den wir vorhin schon getroffen haben. Warte mal, hier war irgendwie... Ja genau, da war eine Hinweismütze. So... So. Oh lala, das Schicksal führt uns wieder zusammen. Wie ist das Wertebefinden? Oh, guten Abend. Können wir etwas für Sie tun? Sie? Für mich? Ganz im Gegenteil, mein bekackter Freund. Werte Mademoiselle. Sie sehen so matt aus. Führen Sie doch. Berühren Sie doch mal das Rohr da unten. Oh ja. Ah, was? Nein. Das da vorne aus dem Boden ragt, hurtig, nur keine Scheu. Und seien Sie beharrlich, Sie müssen sicher 10-mal versuchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist sinnlos. Komm, wir gehen weiter. Nein.
Oh mein Gott. Du hast etwas Tolles für deine Kuriositätenkiste gefunden. Schneckenfossil. Famos, machen Sie doch gleich eine Sammlung auf. Am Ende packt sie noch das Sammelfieber. Solcherlei Kuriositäten sind überall versteckt. Hier und dort. Und in den engsten Nischen. Und wer solche vergessenen Schätze findet, darf sie natürlich behalten. So kann ihre Sammlung schon bald den erfahrensten Kuriositätennamen beeindrucken. Kleinode wie dieser sind... Ode? Kleinode wie dieser sind in der ganzen Stadt verstreut. Schauen Sie sich also gut um und dann... Tap, tap, Treffer! Lassen Sie kein verdächtiges Fleckchen aus. Ich verstehe, darf ich gestehen, dass Artefaktenlad seit jeher zu meinen Steckenpferden gehört? Na, das ist doch ein wahrer Kuss der Fortuna, Düsseldorf. Solche Hingabe muss sogleich belohnt werden. Wissen Sie noch, wo wir uns zum ersten Mal trafen? Ein Stück vor der Brücke? Laufen Sie noch einmal dorthin und klopfen Sie die Holzkiste ab, die da so unschuldig steht. Und nun adieu, meine Freunde. Ich wünsche vergnügtes Stöbern und Stochern. Die Kuriositätenkiste ist freigeschalten. Das ist aber schön. Ja. Ja. Da lacht das Sammlerherz, nicht wahr? Kein Grund mehr, Miss Hillary. Ein Grund mehr, Miss Hillary gründlich unter die Lupe zu nehmen. Aber lasst uns nun zum Hotel eilen. Das werden wir tun. Aber wir suchen noch ein bisschen nach Hinweismünzen. Das werde ich jetzt hier an jedem Bildschirm logischerweise machen. Weil die werden uns auf jeden Fall noch helfen. Habe ich ja schon mal gesagt. Hier war noch eine. Wie gesagt, die kenne ich alle nicht, aber man kennt so typische Stellen, die wo was sein könnte. Da spricht die Erfahrung sozusagen. So, warte mal, die Kuriosität. Achso, die ist hier unten. Okay, jetzt wollte ich gerade Escape machen. Cool. Okay. Der hat einen schicken Hut auf jeden Fall. Warte mal, haben wir sonst irgendwas? Nein, okay, gut, dann sprechen wir mal mit dem. Meine ich, will mal wieder ein Rätsel. Oh. Der hat auf jeden Fall ein Falkengesicht. Oh, da ist ja noch jemand. Ich gehe schon. Bin ja schon weg. Lass mich doch nur schnell meine Sachen packen. Wenn ich was Wichtiges vergesse, machen meine Frau und mein Sohn Hacke-Peter aus mir. Wäre lustig, wenn er Peter heißen würde. Er ist wohl sehr beschäftigt. Belästigen wir ihn lieber nicht weiter. Schon sind wir da. Das ist das Hotel. Das ganze Viertel ist geräumt worden. Also ist dort vielleicht auch niemand mehr. Erstmal rein mit uns. Die Antwort darauf werden wir nun nur drinnen bekommen. Halt. Ich probiere hier ein bisschen alles ab. Oh, na gut, egal. Hier scheint niemand zu sein. Da steht eine Klingel auf der Theke. Läuten wir doch mal, vielleicht kommt ja jemand. Wir schauen uns erstmal hier dieses hübsche Bild an. Hier nochmal. Hier. Hier haben wir noch eine. Sexy, sehr gut. Gut, dann klingeln wir mal. Alle so geile Nasen, ey. Mich tritt ein Pferd. Gäste! Bleiben Sie über Nacht? Gnädiger Herr, Sie wollten wissen, dass diese Gegend gerade... Sie sollten wissen, dass diese Gegend gerade geräumt wird. Ist der Evakuierungsbescheid etwa nicht bei Ihnen angekommen? Doch. Sehen Sie ja selbst, dass wir keine Gäste haben. Sie sehen ja selbst, dass wir keine Gäste haben. Aber ich bin der Besitzer dieses Hauses und habe nicht vor, es zu verlassen. Aber das Phantom wird heute hier erscheinen. Niemand darf bleiben. Soll die Kanäle doch kommen, als ob ich nicht schon Schlimmeres erlebt hatte. Außerdem, wo soll man schon hinlaufen? Es gibt doch eh keinen Kommen. Das mag sein, aber zumindest wären sie außerhalb von Ellie sicherer. Habt ihr geläutet, um ein Zimmer zu bekommen? Oder um einen alten Mann zu ärgern? Der heißt Joe. Ist es der Cotton Eye Joe?
Wenn ihr nicht selbst geht, dann verlangt es auch nicht von mir. Nun, das leuchtet ein. Und auch dieses Rätsel hier ärgert mich schon den ganzen Tag lang. Wisst ihr da Rat? Das Hotelzimmer. Oh mein Gott. So, alle 12 Räume muss man nach dem Rechten sehen. Willst aber möglichst effizient dabei vorgehen, kannst du die Route aussehen. Kannst du eine Route aussuchen, bei der du also jedes Zimmer nur einmal betreten musst. Klingt vielleicht schwierig, aber es gibt eine Zahl, mit der man... Warte. Es gibt eine Zeit, mit der man sich den Weg einprägen kann. Welche Zahl ist das wohl? Ich weiß es nicht. Welche Zahl ist das nur? Ich kann die Zahlen nicht so gut schreiben. Nein. So, so, bitte, dankeschön. Danke. Und voilà, meine Antwort. Bling. Yeah. Eine herrliche Denkaufgabe. Das war ziemlich einfach. Muss ich sagen. Das war alles? Wie konnte ich nur ganze schlaflose Nächte darüber brüten? Was zur Hölle? Ich bin etwas unschuldig. Ich bin euch etwas schuldig, Freunde. Ich sag euch was. Ihr kriegt das Zimmer mit bestem Ausblick. Die 302 im ersten Stock. Und für den Kleinen bereite ich auch gleich ein Zimmer vor. Das ist sehr zuvorkommend von Ihnen. Herzlichen Dank. Siehst du, man braucht kein Geld irgendwie, wenn man in die Stadt kommt mit Rätseln. Wenn man den Leuten nett beim Rätseln hilft, bekommt man schon. Zimmer selbst. So, kriegen wir hier noch irgendwie eine Hinweismünze oder so? Hier, haha, natürlich. So, warte mal. Schon hier nochmal. So, so, so. So, gut, dann gehen wir da hinten rein. In unser schönes, schickes Zimmer. Zimmer 302. Oh, toll. Von hier sieht man ja die ganze Straße. Beim Auftritt des Phantoms haben wir Logenplätze. Und werden zuerst sterben. Andererseits soll sich das Phantom stets in dichten Nebel hüllen. Hoffen wir das Beste. Dann speichern wir mal an der Stelle den Spielfortschritt, würde ich sagen, ne? Und zwar will ich überschreiben, dass da